Moin, meine Lieben! So, heute endlich mal ein Filmreview. Mal wieder, mal wieder. Okay, ich weiß, das Hauptgusto hier sind Reactions, aber ich mache ja auch sowas gerne. Ich habe mal meinen trägen, müden Arsch in letzter Zeit ins Kino geschleppt. Zwei Filme habe ich bisher geschaut von den aktuellen Sachen. Und zwar Alien Romulus, über den wir heute sprechen werden, und den Wolverine Deadpool-Film. Über den wollte ich eigentlich auch noch ein Review machen, aber nein. Der ist mir tatsächlich zu wirr. Der ist mir zu wild, zu wirr, zu cringe. Denkt euch was aus. Der ist zwar lustig, aber lustige Filme sind eh nicht so ganz so meins. Da gucke ich lieber King of Queens, wenn ich mal Bock habe zu lachen, oder immer wieder Jim. Aber das so ein Ding, weiß ich nicht. Aber wir sprechen heute. Ich habe auch in nächster Zeit noch mehr vor. Es sind noch schöne Filme da. Beetlejuice will ich auch auf jeden Fall gucken und dann besprechen. Aber wir möchten heute mal über Alien Romulus sprechen. Und zwar über meinen Eindruck von dem Film. Ganz, ganz subjektiv. Ich erzähle euch meinen Eindruck von dem Film oder meine Eindrücke, wie ich ihn erlebt und gesehen habe. Erzähle euch ein bisschen aus der Story, was da so abläuft. Auch mit kleinen Spoilern, keine Angst, ich verrate nicht das Ende oder irgendwas ganz, ganz Wichtiges oder was man unbedingt selbst erleben will. Aber es wird so kleine Spoilerchen geben, die aber das vielleicht für euch auch interessanter machen können, für die, die ihn noch nicht gesehen haben, ihn sich anzuschauen, ins Kino zu gehen oder dann zu kaufen, streamen, wenn es soweit ist, etc. pp. Denn der Film ist entgegengesetzt zu einiger Meinung, meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist ganz, ganz subjektiv hier, meine Erfahrung und mein Erlebnis mit dem Film, top. Also einfach top. Aber gut, ich bin ja sowieso ein Riesen-Alien-Film und aus dieser siebenteiligen bisher Reihe, also die Alien vs. Predator-Geschichten und so, das zählt da nicht rein in die Haupt-Alien-Reihe. Bisher haben wir jetzt sieben Filme und das werden nicht alle bleiben, da bin ich mir sicher, da kommen wir später noch zu. Finde ich keinen einzigen schlecht. Ich finde keinen der Alien-Filme schlecht und ich finde Romulus sehr gut. Es gibt tatsächlich nur eine einzige Sache, die mich an dem Film gestört hat. Und dazu kommen wir aber jetzt. Ich erzähle euch erstmal, ich habe ihn jetzt natürlich nur einmal gesehen. Ich gehe ja nicht direkt zweimal hintereinander ins Kino. Das habe ich tatsächlich schon mal getan in meinem Leben. Das war bei Braveheart damals. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall kaufen, weil er gehört einfach in meine Alien-Reihe. Ganz einfach. Ich habe alle Filme aus dem Alien- und Predator-Universum. Und das ist auch gut so und schön so. Ich bin jetzt nicht mehr, schon lange, lange, viele, viele, viele Jahre nicht mehr der Filmsammler. Ich habe wirklich ihr wisst das ja, eine überschaubare Sammlung. Vielleicht habe ich noch auf physischen Datenträgern vielleicht noch 500 Filme. Früher war das immer deutlich mehr. Ich habe aber auch sehr, sehr viele gekaufte Filme, die digital vorhanden sind. Ich nutze drei Streaming-Dienste. Ich bewege meinen Arsch da noch ab und an mal, wenn ich meine, das lohnt sich, ins Kino. Und ja, dies ist auch kein Filmkanal und dieses Review wird auch nicht perfekt oder nach irgendeiner Messlatte gemessen. Es wird einfach jetzt mal so mein Eindruck von dem Film. Und wenn ihr gerne Sachen über Filme von mir hören möchtet, auf meinem Kanal gibt es extra eine Playlist dafür, weil das ja eigentlich ein Reaction-Kanal ist. Die heißt, ich vergesse es immer, ich glaube Film-Reviews und Podcast. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, da gibt es einige interessante Sachen, die wir da besprochen haben, auch mit Lamedel zusammen. Ich glaube, da kann man einiges mitnehmen, um es mal ganz harmlos auszudrücken. So, und jetzt kommen wir zu meiner Erfahrung, meinem Kinoerlebnis mit Alien Romulus. Da ist es. Ihr habt vor, einzubrechen und streng kontrollierte Ausrüstung zu stehlen? Das ist unser einziger Ausweg. Wir brauchen eine halbe Stunde, mehr nicht. Willkommen auf der Raumstation Romulus.
unheimlich. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es nicht. Scheiße, was war das? Bjorn? Mach keinen Scheiß, Mann, steh auf! Ich mach keinen Scheiß, da ist irgendwas im Wasser! Was meinst du mit da ist was im Wasser? Keine Ahnung, da ist irgendwas im Scheißwasser! Bjorn! Lauft. Folgt mir. Achtung, Kollision in 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Alien Romulus spielt ja bekanntermaßen zwischen Alien und Aliens. Also zwischen Teil 1 und 2. Was aber nicht in der Timeline der gesamten Alien-Saga jetzt die korrekte chronologische Reihenfolge zum Schauen wäre. Also, aber so tief wollen wir heute nicht ins Gemüse gehen. Er spielt auf einer Raumstation. Es gibt halt ein Mädchen, ein Waisenmädchen, die Rain. Die arbeitet so in so einer Kolonie, da werden die Menschen ausgebeutet, ne? In so einer Minenkolonie oder was. Das ist auch, da ist nie die Sonne zu sehen, das ist alles voller Wolken, Smog und es ist immer nur dunkel, es ist sehr gothic. Der ganze Film ist sehr gothic. Trotzdem erkennt man ganz gut. Also trotz eigentlich zu 90% im Dunkeln gehaltener Szenen kann man eigentlich sehr gut alles erkennen, was man sehen muss. Das können nicht viele Filme, muss ich ehrlich sagen. Zuvor gleich mein eigentlich einziger Kritikpunkt. Oder nächsten zwei. Ja, zum einen kommt der einem, oder mir zumindest, kam der streckenweise sehr vor, als wäre der Film animiert gewesen, auch die Schauspieler. Also es kam mir vor, manchmal wie ein Animationsfilm und sowas mag ich eigentlich nicht so gerne. Das, ich weiß nicht, woran das liegt, an der Art und Weise, wie der Film gemacht wurde, an der Technik. Es kommt einem manchmal vor, als wäre das ein Computerspiel von erster Güte mit tollster, bester Grafik. Wenn er versteht, wie ich meine. Ja, das fand ich ein bisschen, er sah nicht so echt aus. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Und das von der Handlung her, was mir ein bisschen so weird vorkam, das war so der Andy, der Android, aber das könnt ihr euch dann selber angucken, der war mir zu ein drüber, als wäre er so ein verliebter Gockel teilweise, ne? Ja, auf jeden Fall, wir wollen jetzt eine Gruppe von Freunden um die Rain herum, möchten in ein anderes Sternsystem reisen. Es liegt 9 Jahre Fahrzeit entfernt und damit sie auch mal wieder die Sonne sehen können und alles, ne? Und aus dieser Sklaverei rauskommen quasi, aus dieser Ausbeutung in den Minenkolonien. Und dazu fliegen die erstmal hoch zu in unserem Orbit. Im Orbit einer gelegenen alten Raumstation, so ein Außenposten. Und das ist die Renaissance. Ja, der Film heißt Romulus. Es gibt da komische Gründe für, warum der Romulus heißt. Es gibt da so ein Mythos.
Der heißt Romulus, weil Romulus 7 Buchstaben hat und das ist der 7. Teil. Man hätte ihn ja auch Remus nennen können. Diese Station heißt Renaissance. Eigentlich, ich hätte den Film Alien Renaissance genannt. Ich habe den Film jetzt nur ein einziges Mal geschaut, Leute. Ne? Also ich rede hier rein aus meiner Erinnerung. Wenn ich was Falsches wiedergebe oder mich falsch erinnere, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ne? Dafür ist das hier da. Das hier, ich mache hier nicht die Nonplusultra-Videos. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich möchte auch gern dazulernen, wenn ich falsch liege. Also diese Raumstation, dieser Außenposten heißt Renaissance. Und der ist in zwei Sektionen unterteilt, nämlich Romulus und Remus. Und der Film spielt auch auf beiden Sektionen. Also insgesamt auf der Station Renaissance. Gut, der Film heißt Alien Romulus, ist halt so. Kann ich ja nicht entscheiden, wie der Film genannt wird. Und ja, die haben halt nicht genug. Es gibt so Kryokapseln, ne? So Schlafkammern für einen Kryoschlaf. Und die wollen die jetzt noch aus dieser alten, abgehalfterten Raumstation rausholen, um diese lange Reise in dieses andere Sternsystem durchführen zu können, diese Gruppe. Das ist eine Gruppe von Freunden mit dem Androiden Andy dabei. Und ja, auf der Renaissance, also auf der Romulus, komm, nennen wir das Kind beim Namen, da geht es dann halt direkt ab. Ne? Da ist alles komisch und verlassen und da liegt dann auch noch so ein alter, kaputter Android rum. Und der Andy, der ist so eine Art Aufpasser. Der Andy, der Android, den die dabei haben, das ist so eine Art Aufpasser, so eine Art Bruder, Roboterbruder von der Rain, von dem Mädchen, die die Hauptrolle spielt. Ich meine, ihr Vater hätte den so für sie programmiert quasi, weil seine Devise, nee, wie sagt man nochmal? Diese Richtlinie, die diese Androiden haben, die ist halt tu das Beste für Rain. Ja. Die finden dann halt diesen alten kaputten Androiden, nehmen von dem quasi die Systemeinheit raus und packen die bei dem Andy rein. Also in den anderen Roboter. Ich nenne es mal so. Um zu wissen, was war da los, was ist da passiert auf dieser Station. Weil da ist alles verwüstet, kaputt, zerstört, hast du nicht gesehen und keine Menschen sowieso nicht vorhanden und ganz wild. Und naja, dadurch wird quasi seine, Mensch, mir fällt der Name nicht ein, seine Nicht-Devise wird überschrieben. Nämlich mit diesem Wayland-Programm. Und dadurch verändert sich dieser ganze Android. Ne, der ist dann nicht mehr, oh, ich bin dein lieber Bruder Rain, sondern der ist dann ein Wayland-Android. Und sein erstes Maß ist, tu das Beste für die Firma. Ja, und dementsprechend geht dann da der Punk ab. Da kommen dann auch gleich direkt die Facehugger. Und dann geht's los. Also es sind tolle Effekte. Er ist großartig gemacht. Viele haben auch gesagt, wie ich mitgekriegt habe, das Alien wäre ja so wenig zu sehen und so fast gar nicht präsent. Das sehe ich aber ganz anders. Das Alien ist sehr, sehr präsent oder die Aliens in dem Film. Mindestens, wenn nicht mehr, genauso wie in den anderen Alien-Filmen auch oder in den meisten anderen. Also ich finde das völlig ausreichend und ausgeglichen, so wie es ist. Ja, gespielt wird die Rain von der Kaylee Spaney. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Kaylee Spaney ist ein seltsamer Name. Das ist ein junges, hübsches Mädel, Mitte 20, zuckersüß, also ganz entzückend. Ich habe mir die sehr gern angeguckt, tolle Schauspielerin. Und die kennt man auch. Die ist zwar noch sehr jung, aber die hat schon ein paar Sachen gemacht. Die Schauspielerin hat halt bei Pacific Rim schon mitgespielt. Hier den Uprising. Beim Hexenclub, bei dem neuen, bei Civil War, bei noch How It Ends hat sie noch mitgespielt. Also die hat schon so ein paar Filme gemacht. Ja, auf jeden Fall super. Dann ist auch dabei reanimiert, weil leider tot, Einholm, unser geliebter Bilbo. Unser Bilbo Beutlin. Der war ja schon der, wie hieß der Android, Ash? Im ersten Alien-Film, der Ripley killen wollte, der durchgedreht ist da.
Und dieses Modell ist auch wieder mit dabei. Zwar nur zur Hälfte, der Torso mit Kopf. Aber er ist auch da. Er ist natürlich auch noch aktiv oder sagen wir mal wach. Hat auch noch Zugriff über die Station und alles. Und das wird wieder komisch mit dem. Es wird halt einfach wieder komisch mit dem. Ja, jetzt muss ich noch mal einmal kurz was kontrollieren, ob mein Ton noch da ist. Aber das sieht gut aus. Ja, einer der Hauptproduzenten natürlich Ridley Scott. Aber absolut geil. Und ja, was so abgeht auf dieser Station dann, an Action auch, ist schon tolli. Da macht schon Spaß. Der macht schon wirklich Spaß, der Film. Und, ach, einmal machen wir noch den Regisseur. Den haken wir auch noch ab. Das ist der Fede Alvarez. Der hat zum Beispiel Evil Dead gemacht, den aus 2013. Super geiler Film. Ich liebe die Evil Dead Filme. Die auch die neuen, super. Der hat die, was hat er noch gemacht? Romulus? Ja, sonst weiß ich jetzt nicht. Aber er hat ja auch schon Drehbuch geschrieben. Und Produzent ist er auch. Ich glaube, Texas Chainsaw Massacre hat er auch mitproduziert, solche Sachen. Ja, was ich jetzt so toll finde an dem Film, also an Romulus oder Renaissance, ist einfach, dass der hundertprozentig da reinpasst, auch in diese Timeline, dass der eine super Brücke schlägt, dass der Sachen erklärt und verdeutlicht. Also wirklich, aber das guckt euch am besten selbst an. Alien-Fans verstehen, wenn ihr den Film schauen. Und ich denke, den Film schauen nur Alien-Fans, oder? Also Fans der Reihe. Verstehen, was da passiert und verstehen nach dem Film mehr. So habe ich das empfunden. Ich finde das toll, auch mit diesem schwarzen Öl von den Engineers aus Covenant oder Prometheus. Es ist großartig. Und es wird 100%, da bin ich sicher, noch ein Teil folgen. Weil man hat da so viel Platz, man hat da so viel Spielraum, man kann da jetzt noch so viel machen, weil in dieser Zeitspanne, wo dieser Film jetzt spielt, bis zum Film Aliens, vergehen ja quasi 57 Jahre. Da kann man jetzt noch so viel machen. Die Rain, kleiner Spoiler, überlebt und fliegt weg mit ihrem Andy, dem Androiden, und ab Richtung Ziel quasi und in dieses andere Sternsystem und dann könnte man da ansetzen. Es ist aber auch so toll, die Wege, die da zu Prometheus sind und zu Covenant. Man kann da machen, dieser David, der Android aus Covenant war das, ne? Der mit dem schwarzen Öl. Das wird da auch erstmals richtig gut erklärt. Der lebt ja auch noch. Der ist ja auch noch da. Ne? Der ist ja nicht tot. Alien-Fans wissen das. Also die Leute, die Filme kennen. Ja, und ich finde das halt einfach toll. Ich finde das gut. Und das war ein richtig, richtig guter Film. Und sobald man den kaufen kann, werde ich ihn kaufen. Der gehört dann in meine Alien-Filmreihe. Und ich werde ihn auch direkt dann nochmal anschauen. Ja. Weil er auch einfach wirklich Spaß macht. Es sind halt ganz tolle Sachen, die man im Film sieht. Die haben auch eine Schwangere dabei. Daraus entsteht dann ein Kind, was sehr schnell groß ist. Kleiner Spoiler, aber macht es vielleicht auch ein interessanter Spoiler für die, die ihn trotzdem dann noch schauen möchten. Daraus entsteht dann so ein Hybridwesen. Das sieht für mich aus wie eine Mischung aus Mensch, Ingenieur und Alien. Also hat so einen Schwanz vom Alien, glaube ich, so recht ich mich erinnere, ist so groß wie ein Engineer, also fürchterliches Wesen. Auch das Gesicht so und so bleich, die Farbe von den Engineers, menschlich auch ein bisschen, aber doch sehr bösartig, wie man dann sieht. Also es kann alles Mögliche kommen und ich gehe sehr schwer davon aus, dass wieder was kommt. Es soll ja jetzt auch noch eine Alien-Serie kommen. Oh Gott, wäre das toll. Denn für mich ist die Alien-Reihe immer noch das beste Sci-Fi Creature Horror, was es überhaupt gibt. Zumindest in den Top 3. Das kann man definitiv sagen. Über die anderen beiden müsste ich mir dann noch Gedanken machen, weil es gibt schon einige gute Sachen. Gibt es halt wirklich. Das soll es von mir gewesen sein, mein Lieben. Ich empfehle Fans der Filme diesen Film in jedem Fall, lasst euch da nicht beirren,
Für mich war es großartig. Es lohnt sich auch der Kinobesuch und die paar Mark, die man da ausgibt. Okay, zuzüglich Nachos, Cheese Dip, Coke. Ja gut, oder Bier. Auf jeden Fall ein toller Film. Super, schnell, actionreich, tolle Effekte. Geile Schauspieler, alles so unverbrauchte Gesichter auch. Außer Ian Holm. Aber finde ich toll, dass der dabei war. Es gibt halt viele Sachen, auch Querverbindungen, ganz offensichtlich für Kenner der Serie, der Reihe, die bemerken das, zu allen Alien-Filmen eigentlich. Und ich finde es toll. Er passt toll da rein und ich freue mich auf eine Fortsetzung. Und damit bin ich raus, ihr kleinen Filmlümmels. Haut ihr rein.